und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack, die wir beginnen wollen mit einer wunderbaren Sängerin. Es ist Janine Debic. Sie stammt aus Trinidad und Tobago in der Karibik und wurde gerade für ihr Debütalbum mit dem Opus Classics ausgezeichnet. Janine hat schon weltweit auf den großen Bühnen gestanden, von der Wiener Staatsoper bis zur Carnegie Hall in New York. Sie sang bei den BBC Proms und ihr Repertoire reicht vom Barock bis zur zeitgenössischen Musik. Aber ihre große Liebe gehört tatsächlich der Barockmusik. Wir haben sie in Bayreuth getroffen, im markgräflichen Open House, bei der Proben mit der Camerata Köln, mit der sie auch ihre CD Mirrors aufgenommen hat. Was mich am meisten an der Barockmusik fasziniert, ist, dass man hier seine eigene Persönlichkeit einbringen kann. Natürlich muss man dabei werktreu bleiben, aber man hat etlichen Spielraum. Ja, das ist sehr ähnlich zum Jazz. Gerade wenn es um Wiederholungen geht, gibt es hier einige Freiheiten. Zu ihrer Zeit haben sie das ganz selbstverständlich gemacht, nämlich improvisiert. Improvising. Was mir klar geworden ist, ich liebe es, bei den Wiederholungen das ganze Spektrum auszunutzen. Und am meisten liebe ich lange, emotionale Linien. Ich bin als englische Katholikin aufgewachsen. Damals gehörte ja Trinidad und Tobago zu England. Wir waren eine Kolonie. Und so hatten wir ihr Schulsystem, ihre Verwaltung und ihre Kultur. Und wir hatten ihr Gesangsbuch. Und ich war schon im Arm meiner Großmutter in der Kirche und hatte meinen ersten Kontakt mit den Noten. Imagine as a child, I'm with my grandmother, you know, propped on one side, looking, and she's with the music, and I'm just there like, me, with the score. And that was my first sight of seeing manuscript paper. Nun, das Klavier spielte immer eine große Rolle und war schon so eine Art Prestigeobjekt. Und auch wenn wir in klassische Konzerte gingen, heißt das nicht, dass wir nicht am Calypso oder am Erbe Trinidads teilgenommen hätten. Ganz im Gegenteil. Meine Mutter schrieb mir sogar ein Lied.
And I won. I was Calypso Queen when I was. Und damit wurde ich Kalypso-Königin. Ich war damals 5 oder 6 Jahre alt. Ich erinnere mich an den Refrain. I think it goes, we will build this country back, build this country back, build this country back, build this country back. And let we find some hope in the place, care about Trinbe. Ah, crap, no. And we find some hope in the place. Something, I don't have to call, but we can find the rest of the words. Ah! Zu dem Album haben wir auch ein Musikvideo nach meinem Konzept gemacht. Ich wollte einen einfachen Weg finden, wie man Barockmusik mit dem modernen Leben verbinden könnte. Wir von der Klassik schauen doch immer, was in der Popmusik so abläuft. Und hier wollte ich nicht schon wieder dieselben Einstellungen aufnehmen. Ich wollte eine Geschichte erzählen. Es geht um Liebeskummer und ich suchte nach einem Weg, das in einem Video darzustellen. Mich haben einige Popvideos inspiriert und das kam dabei heraus. Und der Typ auf dem Foto, das ist übrigens mein Ex. Und sie haben bei den Proms gesungen. Ja, genau. Und das war ein Feuerwerk. Nun, ich hatte ja keine Ahnung, was für eine Veranstaltung das ist und was das für eine Bedeutung hat, dort aufzutreten. Erst als es vorbei war, habe ich es verstanden. Vielleicht war das gut so. Ja, vielleicht. Man fühlt sich da wie ein Rockstar. Man steht auf dieser gigantischen Bühne und damit meine ich nicht die Größe, sondern wenn man überlegt, wer hier schon gestanden hat. Von den berühmtesten Popstars bis zu Simon Rattle. From Rockstars to Simon Rattle to, you know, to anybody has been there. Alle waren da. Anybody important. Und du selbst stehst da und denkst. You get there and you feel, wow. Und ich habe noch ein Video auf YouTube gefunden. Genau das Gegenteil. Hier singen sie ganz allein vor einer Graffiti-Wand. Ja, ich hätte nie gedacht, dass genau dieses Video für so viel Aufsehen sorgt. Sie haben es für sich selber gemacht? Ja, ich habe das während der Pandemie gedreht. Ich war mit meinen Freunden spazieren und ich entdeckte diesen Ort.
Und er hatte eine so großartige Akustik. We had walked through there, it's just underneath our house. We just walked through there. And I said, this is a really great acoustic. I should come down here and just sing, you know. I'm Es war unter einer Brücke und es gab nur ein Bauernhaus mit ein paar Kühen mitten in der Schweiz. Und ich dachte, hier müsste ich singen. Cows on the right, cows on the left, like it's just all Swiss open land. Ich wollte den Menschen zeigen, dass man klassische Musik jederzeit und überall singen kann. Und mir hat auch das Graffiti so gut gefallen. Das hat alles so geerdet. Und ich finde, klassische Musik muss ja nicht unberührbar sein. I think it's important to carry on my work as a former. Mir ist es sehr wichtig, dass ich meine Arbeit als Botschafterin für Frieden und Musik für Trinidad und Tobago fortsetze. Und bei meinen Konzerten geht es ja auch um mich. Und so möchte ich in meine Programme, bei denen ich Lieder von Wolf oder Strauss singe, auch etwas von mir einbringen. Und ich frage mich, welchen Teil meines Erbes ich mit diesen klassischen Liedern kombinieren kann. Wollen Sie uns ein Lied aus der Heimat singen? Ja, gerne. Meine Freunde und Follower lieben Mangos und also there is a song called Morena Usha, which I really love, and it's Singst du es für uns? Ja, okay. There's a beautiful woman always dressed in black. She just went for water around a winding track. She's the spirit of beauty, strong yet gentle being. She walks on this planet like some kind of queen. Big Maureen Usha, she moves like the wind so free. Over land and rolling sea, sweet Marina Ocean, always with the rhythm in the feet, moving down the street. Marina Ocean, Marina Ocean, Marina Ocean. Morena Usha, Morena Usha, Morena Usha. Liebe Janine, vielen Dank für die schöne Begegnung mit dir. Und ich hoffe, wir können dich bald wieder bei uns in der Sendung begrüßen. Möchte ich Ihnen einen Komponisten und Pianisten aus Portugal vorstellen. Es ist Júlio Rezende. Er hat klassisches Klavier studiert, entdeckte aber bald seine Liebe zur Improvisation und entwickelte einen ganz neuen Klavierstil. Er nennt ihn Fado Jazz und er verbindet die bittersüße Traurigkeit des Fado mit der Sprache des Jazz. Thank you.
Das Klavier ist meine Stimme. Ich liebe es zu singen, obwohl ich wahrscheinlich der schlechteste Sänger der Welt bin. Aber ich singe auf dem Klavier. Das Klavier hat so eine schöne Stimme und damit kann ich all meinen Gefühlen Ausdruck geben. Und das macht mich glücklich. Ich habe da so meine eigene Fantasie. Es ist keine Theorie, es ist meine Fantasie. Also, es gab doch so viele portugiesische Entdecker, die mit kleinsten Schiffen um die ganze Welt gefahren sind. Und als sie losfuhren, hatten sie bestimmt ihre Gedanken. Ob ich wohl heile wieder nach Hause komme, ob ich meine Familie jemals wiedersehen werde. Und genau dieses Gefühl, das nennen wir in Portugal Saudade, Sehnsucht. Und ich glaube, genau aus diesem Gefühl ist der Fado entstanden. So that creates a feeling that we call it in Portuguese Saudade. And I think that feeling creates this catharsis called Fado. Quem dorme à noite comigo é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistir, ai, lhes digo. Mas se insistir, ai, lhes digo. O medo mora comigo. Ich war der Erste, dem es gestattet war, mit Amalias Stimme posthum zu arbeiten. Amalia war die bedeutendste Sängerin in unserer Geschichte, so wie vielleicht Edith Piaf in Frankreich. Und ich hatte die Idee, eine Soloaufnahme zu machen und ihre Stimme auf dem Klavier zu neu zu begleiten. In Portugal kennt jeder Amalia und mein Ziel war es, ihre Lieder ein wenig aufzurütteln und so zu spielen, als wären es ganz neue Kompositionen. My father offered me a small keyboard when I was 4 years old. Als ich 4 Jahre alt war, schenkte mein Vater mir ein kleines Keyboard. Und das wurde mein Lieblingsspielzeug. Und es ist es bis heute geblieben. Nun, es ist ja ein Spielzeug im besten Sinne des Wortes. Es ist eine Art Werkzeug, ein Werkzeug, um eine Welt zu erfinden. Und man kann so vieles sich vorstellen damit oder auch ausprobieren. Schauen Sie, für ein Kind kann das hier zu einem Raumschiff werden, das durch den gesamten Weltraum fliegt. Und genauso erlaubt mir mein Spielzeug, mein Klavier, mir alles vorzustellen und in eine andere Welt zu kommen.
never enjoyed very much to. Ich habe nie gerne Noten gelesen oder eine feste Vorstellung gehabt, wie was zu spielen sein soll. Ich wollte es immer ein bisschen anders machen, neu spielen. Aber ich liebe klassische Musik. Ja, meine Damen und Herren, in diesem Jahr waren wir auch beim Heidelberger Frühling. Das ist wirklich ein fantastisches Festival. Und es ist unglaublich, was für unterschiedliche Gäste und Musikrichtungen dort zu erleben sind. Und einen dieser Gäste von diesem Jahr möchte ich Ihnen jetzt näher vorstellen. Es ist Sergei Nakaryakov. Wenn ich an meinen Klang denke, dann denke ich, das ist meine Stimme. Ich habe ja zwei, die Trompete und das Flügelhorn. Das ist wie bei Streichern, wenn sie Violine und Viola spielen. Aber man sollte auch auf einem Instrument verschiedene Stimmen haben, je nachdem, welche Geschichte man erzählen möchte. Für dieses Programm haben wir etliche Stücke für Trio neu für die Trompete und das Flügelhorn arrangiert. Und für die Geschichte vom Soldaten von Strawinsky hat Dmitri Sitkovetsky das Arrangement für mich von der Klarinette auf die Trompete transkribiert. Sicher erinnern Sie sich an das Wittmann-Konzert, das galt ja als unspielbar, bis Sie es in die Hände bekamen. Wie haben Sie das hinbekommen? Ja, ich habe ganz schön üben müssen. Es hat lange gedauert, bis ich es wirklich drauf hatte. Denn es hat so viele Noten. Aber auch für das Orchester ist es eine Herausforderung. Aber es macht Spaß. And that's a fun piece to play. Mit 9 habe ich mit der Trompete begonnen, aber ich hatte vorher schon 3 Jahre Klavierunterricht. Wie kamst du zur Trompete? Nun, ich hatte als Kind einen Unfall und mir die Wirbelsäule schwer verletzt. Die Ärzte sagten, du darfst nicht mehr sitzen. Also durfte ich nur noch stehen oder liegen. Glücklicherweise hatte ich einige Monate vor diesem Unfall mit der Trompete begonnen und ich war so froh, denn ich musste nicht mehr Klavier üben.
Trompete hat mir einfach mehr Spaß gemacht. Ja, das Instrument hat mich von Anfang an fasziniert. Und dann entdeckte ich die Aufnahmen des großen russischen Trompeters Timofei Dorgschitzer. Er hat ja so viele Trompeter inspiriert und das gilt auch für mich. Musik entsteht nicht in der Trompete oder in der Geige. Sie entsteht auch nicht in der Lunge oder mit den Lippen. Sie entsteht im Kopf oder in der Seele, um es poetisch auszudrücken. Erst ist da die Idee und dann erzählen wir eine Geschichte. Möchte ich mich von Ihnen für heute verabschieden und freue mich auf die nächste Sendung mit Martin Grubinger.